So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit der allerersten Web-App-Folge, ja, 18.50 Uhr. Die Web-App ist jetzt gerade online gegangen. Wir werden jetzt gleich reingehen, zusammen uns das Ganze anschauen. Ja, ich wollte davor hier zusammen das alles mit euch machen. Ihr müsst wissen, ich habe meinen PC komplett zurückgesetzt. Also ich habe OBS, mein Schneideprogramm, Videoaufnahmeprogramm, alles neu runtergeladen, wenn mal die Audio-Quali jetzt noch nicht so gut ist wie vorher, es nicht so synchron ist oder sonst was. Tut's mir leid, dass ihr Bescheid wisst, Jungs. Ich habe echt mein Bestes gegeben. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. Und ja, wir gehen rein. Ich bin todeshyped, let's go. Eben E-Mail-Adresse, Passwort eingeben. Dann muss ich es euch jetzt leider zensieren und dann würde ich sagen, ja, gehen wir rein, let's go. Get started, Jungs, es geht wirklich los. Und auf ein geiles FIFA-Jahr, let's go, wir gehen rein. Hier nehme ich die Nation Frankreich einfach mal mit, habe ich euch ja im Video erklärt, warum. Und Leihspieler, nehmen wir uns mal einen Stürmer mit. Komm, den bekommen wir, ja, wie jedes Jahr. Dann nehmen wir uns mal Auber mit, der sieht ganz gut aus von den Stats her. Okay, gehen wir weiter. Trikot, Manchester City-Trikot mitnehmen. Und was bekommen wir noch für Trikots? Manchester United, Torino, okay, nehmen wir erstmal mit. Nehmen wir die Manchester United Trikots mit und hier, nehmen wir dann wieder City. What the fuck, wir haben zweimal City bekommen. Was bekommen wir für Packs? Wir bekommen einmal ein goldenes Trikot, nochmal ein goldenes Trikot, 4 Gold Packs, okay, ein Leihspieler Pack, ein Stadion Pack, 1500 Coins für 15 Spiele und 2 Gold Packs nochmal, okay. Dann würde ich sagen, erstmal das in den Club. Hier ist es jetzt ein Leihspieler-Pack, dann nehmen wir uns einfach mal hier in Offensive mit, würde ich sagen. Super Sub, macht man auch nichts falsch. Und dann gehen wir rein in die Packs. Ja, warte, kann man Vollbildmodus machen? Kann man sogar, let's go. Hey, ich habe einen Vollbildmodus an, ich hoffe, die Aufnahme läuft trotzdem normal weiter. Ich hoffe, ich bedecke auch jetzt nichts im Video. Wir gehen erstmal rein ins erste Pack. Let's go, komm. Hier kann man sowieso nichts erwarten, Jungs, wir öffnen gerade 5K-Packs. Wir haben immerhin Premier League seltenen Spieler drin. Okay, ich packe erstmal alles auf die Transferliste. Ich würde sagen, hier stelle ich auch direkt mal Deutsch an, weil Englisch bei mir sehr schwierig. Okay, packen wir erstmal alles auf die Transferliste, Jungs. Wir haben hier im Premier League Linksverteidiger Williams. Sieht gut aus für ein Starter-Team. Aber wie gesagt, erstmal alles auf die Transferliste packen. Gehen wir ins nächste Pack rein. Komm schon, gönn irgendwas. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Vielleicht habt ihr der ein oder andere Glück und zieht so in einem, ja, ich sag mal, etwas schlechteren Pack trotzdem was Gutes. Erstmal hier ein Stadion-Pack. Öffnen wir auch mal kurz. Okay, ja, muss ich erstmal reinkommen. Morgen ist ja EA Access, kann man sich dann anschauen, aber ich mache das erst zum offiziellen Release, weil ich ja da keine Zeit verlieren will. Da haben wir jetzt 4 Goldspieler-Packs, das sind alle Spieler, ein Seltener. Komm schon, ein Walkout oder, okay, übertreiben wir es nicht. Nein! Oh mein Gott! Jungs, DJ Ene, First Owner. Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein, ich muss kurz essen. Mm-mm. Markiert mich bitte auf Instagram. DJ Ene First Owner. Oh mein Gott, wenn jetzt neue Leute zuschauen und denken sich, warum freut er sich? Jungs, ihr wisst gar nichts. Der kommt in den Verein und der wird nicht abgegeben. Das ganze FIFA nicht. Wer kann sowas behaupten, dass DJ Ene direkt in den Starter-Pack sieht? First Owner. Alles erreicht. Real Talk ist für mich wieder Icon. Oh, wir ziehen 83er Trap. Das ist sehr stark. Zeig mal Transferliste erstmal, weil die Spieler sind gerade kommen gerade erst zum allerersten Mal alle auf den Markt. Deswegen werde ich mich gleich um alle Spieler kümmern. 2 Packs haben wir noch, komm schon. Ich glaube jetzt, wir haben auch das Team of the Week online, werden wir uns jetzt gleich auch mal anschauen, stimmt. Ich hoffe, Mertens hat es geschafft oder Lozano, einer von dem. Okay, Jungs, wir schauen uns ganz kurz das Team of the Week an. Kann man das hier irgendwo sehen? Mannschaft, Team of the Week. Ja, okay, ist noch nicht aktualisiert, müssen wir auf Twitter dafür gehen. Freunde, ich bin so lost, Team of the Week kommt erst in 3 Minuten um 19 Uhr. Wir haben es ja noch, ja, 3 Minuten bis dahin. Dann öffnen wir noch eben das letzte Pack. Komm schon, wir hätten die Packs auch um 19 Uhr ziehen können. Aber wir ziehen wieder ein 83er. Das ist Packluck, Preisvergleich. Ja, okay, hat jetzt, oder kostet zwar gerade nichts, kostet gerade 2000 Münzen. Aber wir haben 2 83er gezogen, können wir so festhalten. Und dann würde ich sagen, Rest kommt wieder mal alles auf die Transferliste. Und dann machen wir auch am Anfang direkt, das kann ich euch auch nur sagen, diese Lege-Los-SBC, damit wir überhaupt den, ja, SBC-Modus hier freischalten. Das können wir alles aus dem Verein machen, das weiß ich aus Erfahrung. Okay, senden wir erstmal ab. Hier kann man einfach einen Torwart aus dem Verein nehmen. Dann machen wir diese SBC. Hier brauchen wir, glaube ich, ja, 2 Innenverteidiger und ein ZDM. Hier nehmt ihr auch einfach die Bronze-Spieler, die ihr im Verein habt. Die sind ja sowieso untradable. Machen wir das so. Dadurch, dass ich Frankreich genommen habe, habe ich ein paar Frankreich-Spieler. Können wir abgeben. Kann man alles aus dem Kopf machen, Jungs. Oder einfach alles so machen. Ziehen wir kurz noch diese Packs weg. Und danach können wir direkt anfangen, alles zu verkaufen und Hybrid-Nationen anfangen abzuschließen. Da bekommen wir ja direkt 50k-Pack, 35k-Pack. Und das werde ich probieren, relativ zügig jetzt gleich abzuschließen, noch für das Video. Aus dem Grund einfach, weil am Anfang die Goldspieler nichts wert sind und somit man Hybrid-Nationen sehr, sehr günstig abschließen kann. Und dann haben wir noch ein seltener, komm schon. Ja, Guaita, okay, aber auch gut für SBCs, weil er selten ist. Premier League kann man mitnehmen und dann würde ich sagen, ja, 50 Sekunden warten, dann schauen wir uns das neue Team of the Week an. Oh mein Gott, hier ist das allererste Team of the Week. Napoli, Lozano ist reingekommen, nicht Mertens, okay. 95 Pace, 79 Schießen, dann haben wir Bruno Fernandes,
Alejandro Gomez, Upamecano, Wadi, Ben Yedder. Suarez, Ansu Fati auch. Also geiles Team of the Week. Hätte man Mertens reintun können. Okay, er hat ihn nicht gegönnt, hat Lozano es gegeben. Vielleicht bekommen wir ja noch in Zukunft eine Mertens-Karte als Inform-Karte. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Immerhin, Napoli-Spieler im ersten Team of the Week ist nice. Und alle anderen Spieler, wie zum Beispiel Wadi, Suarez, Ben Yedder, ja, und Bruno Fernandes und Alejandro Gomez sollten auch was kosten, wenn man die Karten denn zieht. Ich würde sagen, wir trödeln auch nicht mehr lange rum, Jungs. Wir gehen direkt in die Hybrid-Nationen-SBC rein. Und die sind nicht untradable, was sehr, sehr nice ist. Okay, Freunde, ich habe einen kurzen Cut gesetzt, weil ich mache gerade einfach die Hybrid-Nationen. Dritte SBC, hier bekommt man ein Prime-Goldspieler-Pack, ein 45k-Pack. 6 seltene Goldspieler sind hier drin. Und bevor ihr euch fragt, ey, warum gibst du einen 83er Kovacic ab? 750 Münzen, Jungs. Die werden gerade so günstig gelistet. Deswegen sage ich ja, probiert die SBCs so früh wie möglich abzuschließen, bevor die Karten steigen und ihr pro SBC hier 10, 20k bezahlt. Neves habe ich auch geholt für 750 Münzen. Und ansonsten, glaube ich, hatten wir alles im Verein, oder? Ich glaube, warte, wir können es nachschauen. Aber wir hatten sonst alles im Verein. Wir haben nur die zwei gekauft bis jetzt. Ich habe dafür einfach was von meiner Transferliste abgestoßen. Zum Beispiel sowas hier, was jetzt sowieso gar nicht weggeht, können wir abstoßen, die Coins holen wir uns sowieso wieder. Und dann hole ich mir jetzt den letzten Spieler und dann öffnen wir das 45k-Pack bei der Hybrid Nation SBC. Okay, Freunde, da habe ich mir noch einen Kebalos für 900 Münzen geholt und wir können die SBC schon abschließen. Ja, doch, können wir abschließen. Ich habe ihn jetzt hier in der Rechtsverteidigung-Position. Und bevor ihr jetzt von mir, also ich werde es auch ungefähr so im Titel schreiben, Hybrid Nation SBC günstig abschließen, aber bevor ihr euch fragt, ey, Payne, soll ich mir jetzt genau die Spieler holen? Ihr habt es gesehen, wie es funktioniert, zum Beispiel jetzt bei der dritten SBC von der Hybrid Nation SBC. Auch sorry, dass ich die nicht nach der Reihenfolge mache, aber ich probiere erstmal die Packs zu machen, wo ich mehr Coins zurückbekomme, dass ich dann die günstigeren SBCs machen kann. Aber um es kurz zu erklären, ich bin mit der dritten SBC bei Elite 8er mit einer Liga gegangen, nur Premier League, und habe 8 Nationen eingebaut und 5 seltene. Konzentriert euch auf das, dass ihr nicht nur Engländer reinbaut, weil ihr halt 8 Nationen mindestens bauen wollt oder müsst. Und ihr dürft pro Nation ja nur 2 Spieler benutzen, zum Beispiel England nur 2 Spieler oder Portugal, wie wir sehen, nur 2 Spieler. Wenn ich mir jetzt den dritten Engländer hier reinstelle, ja, funktioniert es nicht, weil maximal 2 Spieler aus einem Land. Also ist eigentlich ganz einfach, geht hier mit einer Liga und 8 Nationen einfach und dann kriegt ihr sie auf jeden Fall abgeschlossen, Jungs. Wir haben jetzt nicht mal 3k bezahlt und bekommen ein 45k-Pack. Komm schon, ey, bitte gönn! Bitte! Na, Thuram sieht nicht schlecht aus, sage ich euch aber ehrlich. Was hat der für eine Price Range? Ja, bestimmt nur 10.000. Ist der extinct? Ne. 2.000, 1.000. Ja, moin. Nichts gesagt. Aber wir haben noch Rebic im Pack. Okay, Preisvergleich. Die liegen gerade alle bei gar nichts, wie ihr seht. Also Rebic liegt bei, okay, 5.000, 4.000. Wie zum Beispiel auch, Freunde, wenn wir hier auf meiner Transferliste gehen, haben wir einen Kevin Trapp. Wir haben einen Lopez. Und die könnte ich jetzt Real Talk für 800 Münzen reinstellen, weil die gerade für 800 Münzen auf den Markt kommen. Also die Leute wollen einfach Coins machen, deswegen stoßen die gefühlt alles ab oder stellen alles billig rein. Ich würde sagen, dann probiere ich noch eine SBC abzuschließen. Ich setze wieder einen kurzen Cut, weil ich was von Transferliste verkaufe und probiere auch ein bisschen zu snipen. Vielleicht kann man ja da hingegen gerade gute Spieler snipen, weil die halt alle so günstig reinkommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, die nächste Hybrid-Nation-Lösung und das ist die letzte rund um die Welt. Da bekommt man ein 50k-Pack. Ja, das ist die Lösung, Jungs. Die habe ich, um ehrlich zu sein, zu euch von FIFA 20 extra vorher abgespeichert, wie ich den FIFA 20 gebaut habe und habt ihr euch jetzt hier gebaut. Klar, hier ist ein 83er Dzeko drin, 83er Acerbi, aber wenn wir zum Beispiel mal auf den Transfermarkt gehen und uns jetzt einen Acerbi mal hier eingeben, wir können ja mal gucken, wie viel der hier kostet. Und der wird nicht mehr als 2,5 kosten, würde ich mit euch wetten. Wir gehen mal auf 2,5 und ihr seht, ja, den gibt es schon mehrmals. Klar, man muss erstmal die Coins dahin machen, wie man die macht, habe ich euch ja in den letzten Videos erklärt, aber er kostet hier nicht mal 2000, wie wir sehen können. 1,6 und ihr könnt da schon 83er Acerbi holen. Bei Dzeko bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Müssen wir mal kontrollieren, wie viel er kostet. Hier sehe ich wieder, der ist für 2000 drin. Bestimmt noch günstiger als Acerbi. Ja, sogar 1, was, der liegt bei 900 Münzen sogar. Ja, 800 Münzen. Hier, Jungs. Kann ich direkt mitnehmen, sage ich euch ehrlich. Dzeko, 800 Münzen, direkt mitnehmen. Wir haben jetzt alles gekauft. Ich zeige euch jetzt nochmal die Lösung, weil wir mussten hier was ändern. Und zwar, ihr braucht einen Spieler, den ihr gezogen habt. Bei mir war es in dem Fall Calabria, weil man so einen Chemiepunkt mehr bekommt. Sonst kommt man am Ende nur auf 99 Chemie. Sehr wichtig zu sagen. Also diese SBC kann man ohne Loyalität machen, wenn man mindestens einen Spieler aus dem Verein hat und dann drumherum baut. Ich habe in dem Fall Calabria gehabt. Und ja, tun jetzt einen Position Change drauf. Man muss sagen, da muss ich auch sagen, RV zu RAV und LV zu LAV kostet jeweils 1000
1,85 bis 2K. Ich habe RV zu RAV für 300 gesniped und LV zu LAV für 700. Also man kann das auch gut snipen und dann wieder verkaufen, um Coins zu machen. Aber ich habe jetzt einmal mit der SBC angefangen und wollte es auch dann fürs Video zu Ende bringen. Ich zeige euch einmal die Spieler. 800 für Sanchez, 800 für Dzeko sind wir bei 1,6, dann 800 für ihn bei 2,4, 1,7 bei ihm, der war auch der teuerste. Sind wir bei 4,1, 800 hier, 4,9, 800 hier, 5,7, sind wir bei 6,4, 7,1, 7,1, 7,9 und den haben wir gezogen. Also 7,000, an der und an Cherby, 1,007, okay. 7,9 plus 1,8, wir sind 8,700 Coins haben wir bezahlt oder 8,500, 8,600 plus die 2 Position Change. Runden wir auf, 9000 Coins, ich muss sagen, ich hatte wie gesagt Calabria im Verein, sonst könnt ihr die SBC sowieso nicht abschließen, nur mit Loyalität, dann ab morgen bei EA oder in EA Access, also ihr könnt euch die Lösung gerne merken, für morgen EA Access, aber die Spieler werden steigen, deswegen könnt ihr sie vielleicht auch heute schon kaufen, wenn ihr die Coins habt und morgen, also alle, auch wenn ihr keinen gezogen habt und morgen macht ihr dann einfach diesen Loyalitätsglitch mit dem Team of the Week und dann bekommt ihr ein 50k Pick für unter 10.000 Coins, also Jungs, das ist perfekt, wir haben jetzt 9000 Coins bezahlt. Komm schon, EA. 9000 Coins müssen wir rausholen. Gönn irgendwas Dickes. Das ist das beste Pack und das war's danach auch erstmal mit dem Video. Das letzte Pack fürs Video und das beste Pack, was ich glaube ich in den nächsten paar Tagen erstmal öffnen werde. 3, 2, 1, let's go. Inform! Oh Gott, nein, aber ich krieg immerhin 10.000 Coins zurück. Okay, wir haben noch Rui Patricio und 84er, Castils 83er, Thielemans. Der für gar nichts geht, okay, aber die müssen ja doch alle steigen. Dann haben wir so einen, oh, Rechtsverteidiger, 92 Pace, Premier League. Ja, 2.000-3.000 nehme ich mit. Und mehr nicht, also hier, es geht besser. Diesen Inform kann ich halt auch leider abstoßen. Sind wir vielleicht am Ende mit dem Pack bei 20.000 knapp, würde ich aufrunden mit Rui Patricio Castils, wenn die nochmal in den nächsten Tagen auf 3, 4K gehen. Ist okay. Es geht besser. Gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr was gezogen, Jungs? Ich bin raus. Das war's mit der ersten RTG-Folge. Morgen in der nächsten RTG-Folge werden wir uns dann um die letzten zwei SBCs kümmern, plus dann am Ende das seltene Megapack. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Lasst gerne ein Like da für die erste Folge. Eskaliert gerne. Haut da rein. Bis morgen und ciao, ciao. Like a neck brace, yeah, the jewel end up on my last watch, but until my next thing, yeah.